Ich denke, wir haben jetzt 16.04 Uhr und wir sollten niemandem den Gefallen tun, jetzt 5 Minuten später zu starten. Ich glaube, jeder Schalker weiß, was ich damit sagen will. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz. Übrigens meine erste Pressekonferenz, deshalb bin ich auch ein bisschen nervös und möchte mich natürlich meinen Namen recht herzlich bedanken bei den Bürgerstadtknappen, die mir diese Möglichkeit gegeben haben, hier diese Pressekonferenz zu leiten und auch bei dem Spiel, auf das wir nachher näher eingehen werden, dann auch als Stadionsprecher zu fungieren. Ja, erstmal schönen guten Tag. Freut mich natürlich, dass für dieses Spiel so viele Pressevertreter da sind. Der Bürgermeister ist da und die Voraussetzungen sind schon mal gut für den 2. Juli. Wir haben eine Mannschaft, das kann ich jetzt schon sagen, die ist sehr attraktiv. Es sind Torschützenkönige dabei, es sind Eurofighter dabei und was ich jetzt so gehört habe, dass ich jetzt schon vorbereitende Gegner, werde ich das auch mitteilen, dass wir auch, ob wir ins Trainingslager gehen, weiß ich nicht, aber ich denke, dass wir uns gut vorbereiten hier für das Spiel. Und ja, wir sind waren Profifußballer, spielen aber teilweise heute noch, wenn irgendwas ist, man wird angesprochen, sind wir immer gerne dabei, weil, ja, wenn man nicht zu große Probleme hat mit Verletzungen von der Karriere her, dann spielen wir auch gerne. Also ich freue mich wie Bolle aufs Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vielleicht noch eins, hier war ja gerade die Rede davon gewesen, wir alle schon berühmte Tore gemacht gegen Schalke. Ich war in der Verbandsliga Torjäger gewesen beim TSV Malhöz. Und wir haben eine Vorbereitung gespielt und ich habe ein Kopfballtor von 12, 13 Meter gegen Rolf Russmann gemacht. Aber du brauchst keine Angst haben, ich spiele nicht mit. Also von daher ganz, ganz ruhig bleiben, da kriegen wir also geregelt. Also ich bin aus dem operativen Geschäft, bin ich also raus. Ich muss sagen, wir haben eine gute Mannschaft. Und wie wer spielt, so viel will ich noch nicht verraten, wer alles dabei ist. Aber ja, ich bin mal hundertprozentig dabei, wenn ich dazwischen komme, wo ich nicht hoffe. Es wird auch ein Klaus Fichtel dabei sein. Ja. Klaus Fichtel, wenn er spielt, wenn man anspielt, weiß man, der Ball kommt wieder zurück oder kommt zum Mitspieler. Ja, natürlich werden wir uns Mühe geben, werden auch versuchen, viel zu laufen. Es kommt immer am Gegner drauf an. Ja, es wird auch zugesagt, ein Ingo Anderbrügge spielen. Aber jetzt einen gebe ich noch Preis, aber es kommen noch mehrere. Das ist Olaf Thon, hat mir auch zugesagt. Und es kommen noch einige andere, die auch sehr hoch gespielt haben, Nationalspieler sind oder waren. Trainiert nicht so hart, weil am Ende des Tages wird es nur einen Gewinner geben und das sind die Herzensträume, so sehe ich das. Es wird jeder als Gewinner vom Platz gehen, das finde ich persönlich sehr, sehr schön, dass dieser Leitgedanke auch durch die ganze Vorbereitung sich zieht, dass wir vom Fanclub, das möchte ich gerne an dieser Stelle betonen, finanziell keinen einzigen Cent von diesem Spiel erhalten werden. Es wird jeder erwirtschaftete oder gespendete Cent oder Euro an die Herzensträume fließen. Das ist uns ganz, ganz wichtig und das finden wir auch sehr, sehr, sehr schön. Weil wir fahren zu so vielen Spielen hin und sehen immer die Gesundheit als selbstverständlich und das ist es einfach nicht. Die Gesundheit ist kein Selbstverständnis, man kann sich das nicht kaufen, aber jeder, der in ein Kinderlächeln schon mal hineingeschaut hat, der weiß, dass es nichts Schöneres als diesen Moment gibt für das Kind, wenn es sich freut. Und daher, Klaus, ganz egal wie das Spiel ausgeht, denke ich, da sind wir einer Meinung, da haben wir auch drüber gesprochen, dass die Herzensträume jetzt schon als Gewinner feststehen. In der Tat, als ich gefragt wurde, ob ich das unterstützen kann, habe ich natürlich sofort herzlich gerne zugesagt, wobei ich auch eine Sekunde überlegen musste, ob ich wegen Befangenheit ablehnen muss. Also das ist ja, in dem Zusammenhang ist ja die erste Frage, die man an Ratsvertreter immer stellt, liegt in gewisser Weise Befangenheit vor und ja, wir haben mich schon geoutet in dem Fall und ich kann das auch so wiederholen. Ich hätte das auch vielen anderen Vereinen oder auch Bundesligaspielern, ehemaligen, seitens der Stadt hier
ermöglicht und das auch unterstützt, aber dass es dann der Verein ist, mit dem auch das eigene Herz schlägt, ist natürlich besonders schön. Es wurde auch die Frage in der Tat an mich herangetragen, ob der Bürgermeister aufläuft. Wir haben das überlegt, mit dem Trainerstab wurde wahrscheinlich auch gesprochen und aus Gründen, dass man den Spielerfolg nicht gefährden will, hat man sich dann am Ende dagegen entschieden. Aber es ist in der Tat so, es haben hier schon einige die Einschränkung gemacht und so will ich es auch beantworten. Jetzt herzlich gern getan, obwohl ich am Fußball nichts kann.